Für günstige und sichere FIFA Points und Coins checkt meinen Sponsor Golda ab. Codename Supersteif und erhaltet 3% Rabatt. Und jetzt geht's ab zum Video. An die smarteste Community auf YouTube ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und heute, ich habe es gestern oder vorgestern schon angekündigt gehabt, ich möchte mit euch ein kleines FAQ machen, was wir sehr, sehr lange nicht mehr hatten. Und guckt euch dieses unfassbar geile Wetter an. Blauer Himmel, 8 Grad, es könnte langsam wieder Frühling werden. Also extrem geil, was ihr jetzt macht. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Was macht ihr, wenn es letztendlich wieder so warm wird? Ich bin gespannt. Sitzt ihr vor der Konsole, geht ihr mit Freunden raus, zockt ihr Pokémon Go? Man weiß es nicht. Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Ihr habt mir mega viele Kommentare hinterlassen. Ne? Und ich möchte natürlich die Kommentare als erstes beantworten, die als erstes auch eine Frage gestellt haben. Ich werde versuchen, so viele Fragen wie möglich reinzubringen. Also es sei mir verziehen, wenn ich euren Namen nicht unten einblende. Ich werde sie aber immer wieder mit vorlesen. Wir fangen direkt mal an. Und zwar, wir fangen direkt mal an mit Ruben FIFA hatte. Er hat gefragt, was hältst du von Commerzclubs wie RB Leipzig? Grüß mich bitte. Man muss immer abwägen. Bei RB Leipzig ist es so, ich bin kein Fan von RB Leipzig, aber ich wohne im Osten, ne? Und im Osten gibt es keinen einzigen Club, der an der Bundesliga spielt. Das nächste ist Berlin, sind 3 Stunden Fahrt. Nach Leipzig fahren wir ungefähr 1 bis 1,5 Stunden. Und ich finde es einfach gut, dass wir jetzt mittlerweile mal einen Club haben, der an der Bundesliga spielt. Wenn es Dynamo Dresden wäre, wäre es natürlich geiler, weil Dynamo Dresden einfach eine viel geilere Fankultur hat. Aber Bundesliga-Fußball im Osten zu sehen, das ist schon mal nicht ganz so schlecht. Deswegen habe ich dagegen erstmal nichts. Sonst muss man dann natürlich immer hinterfragen, ist es jetzt gut, was sie machen, ist es schlecht, was sie machen. Aber dazu hat jeder seine persönliche Meinung. Die könnt ihr mir sehr gerne mal unten in die Kommentare stellen. Viele andere haben auch gefragt, aber als allererstes war es Soccerman. Was ist dein Abonnentenziel für dieses Jahr? Also ich habe mir vorgenommen, erstmal keine wirkliche Zahl zu nennen. Aber ich möchte bis zur Gamescom mindestens die 30.000 Abonnenten haben. Also das wäre der größte Traum, den ich mir jetzt so vorstellen könnte. Und ich hätte auch nichts dagegen, wenn wir Ende dieses Jahres 50.000 hätten. Aber ob das klappt, ist immer so eine Frage. Das ist ziemlich schwierig zu ermitteln oder einfach zu sagen, weil die Zahl, man weiß nie, wie steigt man, wie kommt man an. Vielleicht kann es auch sein, dass ich in 2 Monaten überhaupt nicht mehr geguckt werde, etc. pp. Deswegen, aber ich sage mir jetzt mal eine Zahl. Gamescom 30.000 Abonnenten, Ende des Jahres 50.000 Abonnenten. Das wäre unfassbar geil. Ohne Scheiß, das wäre richtig, richtig nice. SkillFever hat gefragt, was habe ich mit Suarez gemacht, mein Bester? SkillFever, mein Lieber, den habe ich dann verkauft und habe mein Serie A-Team aufgerüstet. ModemFIFA7 fragt, meine Frage, wie würdest du dich in 3 Worten beschreiben? Auf jeden Fall verrückt, komplett verrückt, dann offen und humorvoll. Also ich bin ein Mensch, der sehr, sehr gerne auf Menschen zugeht. Ich bringe sehr, sehr gerne Menschen zum Lachen und bekloppt bin ich sowieso. Ich denke, das haben viele von euch schon in den Videos gemerkt. Weiter geht's mit der nächsten Frage und zwar von Janis Sommer. Gehst du öfters mal zum Eishockey, also nach Krimmitschau oder so? Ich war jetzt 2-3 Mal beim Eishockey, so oft gehe ich nicht, aber ab und zu gehe ich schon mal. Deswegen, zurzeit steht der Krimmitschau nicht so gut da, deswegen lohnt es sich gerade nicht so, meiner Meinung nach, zum Eishockey zu gehen. Ist aber auf jeden Fall eine geile Atmosphäre dort. Matti Bittmann hat gefragt, wann kommt der nächste Stream? Der nächste Stream wird, denke ich mal, voraussichtlich entweder am Wochenende kommen oder dann nächste Woche. Ich habe noch ein bisschen was Privates zu klären, aber dann sollte es endlich wieder losgehen. Und ich denke auch, dass dieses Streamen euch sehr, sehr viel Bock macht und ich habe auch schon mit anderen Streamern von Twitch geschrieben, dass wir uns da gegenseitig unterstützen, aber darauf werde ich irgendwann später nochmal kommen. Auf jeden Fall wird da noch ein bisschen was auf euch zukommen und ich bin, denke ich mal, ja, sehr, sehr positiv, was es in den Sachen Streams angeht. Vorfreude Pyro, Philipp König und viele andere haben gefragt, wie bin ich überhaupt auf YouTube gekommen und was waren meine Vorbilder. Also ich muss sagen, ich habe einfach ein Hobby gesucht, was meine Leidenschaft verbindet und mit dem ich einfach anderen Leuten das teilen kann oder mit denen ich das teilen kann, denen das vorführen kann und zeigen kann, wie geil das ist und was Spaß macht. Und ich war schon immer ein Mensch, der hat sehr, sehr gerne mal vor der Konsole gesessen und ich habe mir damals gedacht, Chris, du kannst einfach mal anfangen. Und da habe ich damals angefangen, hatte noch einen alten Kanal und das waren so Zeiten, ja, da waren die Videos nicht gut, da hat man es wirklich nur aus Spaß gemacht etc. pp. Man hatte noch nicht so viel Erfahrung mit Schneiden und mit Thumbnails machen und die ganz alten Thumbnails, die kann man sich eigentlich wirklich nicht geben. Aber ich habe mir dann damals gedacht, Chris, mach einfach FIFA, mach einfach, ja, da ich sehr, sehr viel im EA-Forum war, habe ich damals auch noch meine Videos dort gepostet, um einfach noch ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen. Und so ist das Ganze dann entstanden, dass ich dann irgendwann gesagt habe, YouTube kann man auf jeden Fall länger machen und irgendwann wird der Erfolg schon kommen. Und der Erfolg war da.
10.000 Abonnenten. Ich meine, jetzt sind wir schon bei 19.400 oder so. Das ist absolut geil und es macht absolut Bock für euch, Videos zu produzieren. Und das ist alles nur euer Verdienst, weil ohne eure Unterstützung, eure Community oder meine Community ist absolut geil. Deswegen werde ich auch immer weiter YouTube machen. Ricardo Pickard hat gefragt, verfolgst du die zweite Bundesliga mehr oder weniger? Also nicht wirklich, muss ich ehrlich sagen. Hannover, Stuttgart sind so zwei Vereine, wo ich sage, die sollen mal wieder in die erste Bundesliga hoch. Ich verfolge Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue, weil es einfach Ostclubs sind, genauso wie Union Berlin, aber sonst nicht wirklich. Royal Gamers TV 2 hat gefragt, wer ist dein Lieblings-Youngster? Entweder Youngster oder YouTuber. Also YouTuber definitiv Dena. Das habe ich, denke ich mal, auch schon sehr, sehr oft in Streams gesagt. Und Lieblings-Youngster definitiv Weigel, weil ich finde Weigel absolut geil. Er ist so eine stille, ruhige Person, der aber ein solides Spiel immer macht und als BVB-Fan natürlich beim richtigen Verein spielt. StumpiTV hat gefragt, mit welchem Spieler spielst du zurzeit bei FIFA 17 am meisten oder am liebsten? Oder wen findest du am besten? Ich habe mir Dybala Seggeninform geholt. Und dieser Typ ist eine absolute Maschine. Also Dybala Seggeninform, wer die Coins hat, ich habe ihn für 850 gekauft. 850.000, jetzt ist er vielleicht noch 600 oder 700.000 wert. Leider habe ich sehr, sehr viel Verlust gemacht. Aber ganz ehrlich, Dybala Seggeninform, absolute Empfehlung von mir. Paul Bessert und viele andere haben auch gefragt, ob ich überhaupt eine Freundin habe. Zurzeit nicht, nein. Zurzeit bin ich Single, zurzeit konzentriere ich mich eben auch auf sehr, sehr viel auf YouTube, verbringe sehr viel Zeit damit, aber irgendwann mal eine Freundin zu haben, denke ich, ist nicht ganz so schlecht. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr eine Freundin? Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Nächste Frage kommt von Döners oder auch mein lieber Dennis, du seist mir gegrüßt. Was hältst du von der Aktion der Südtribüne und der Strafe, die verhängt wurde? Hashtag supersteif. Ich muss wirklich sagen, man darf nicht abwägen, Borussia Dortmund ist trotzdem ein Fußballverein. Bloß weil er groß ist, sollte man nicht irgendwie minderwertig mit ihm oder eine minderwertige Strafe für ihn eben raushauen. Und deswegen finde ich es ganz gut. Was man hätte vielleicht machen können, dass man wirklich sagt, die Südtribüne wird zum Beispiel mit verschiedenen, oder die Karten werden einfach verschenkt an Obdachlose oder einfach mal Kinder aus Kinderheim und oder Altersheim oder sonst was. Das wäre, denke ich mal, noch ein soziales Projekt gewesen, was sehr geil ist. Ich glaube, sowas stand irgendwann mal auch zur Debatte. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt schon abgeschlossen ist. Wenn es so ist, könnt ihr es mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Lukas FIFA hat gefragt, hast du Haustiere? Nein, habe ich nicht. Bin ich ehrlich? Habe ich nicht, aber ich hätte sehr, sehr gerne einfach mal einen Hund oder eine Katze oder sonst was. Das wäre schon sehr, sehr geil. Der Meran fragt, wann kommen wieder die Road to Glory Serien? Die waren echt gut. Vielen, vielen Dank erstmal für das Kompliment. Die werden auf jeden Fall wieder kommen. Ich denke, ab nächster Woche werden wieder Streams da bezüglich kommen. Ich hoffe natürlich, dass ihr das genauso feiert, wie ihr es vorher gemacht habt. Und wir gehen weiter zur nächsten Frage. Und zwar Roman Wiesing. Wer ist denn absoluter Hassspieler? FAQ, Hashtag supersteif. Ich muss echt sagen, Thiago Costa, Player of the Month, war geil am Anfang, aber jetzt ist es eine absolute Katastrophe. Also ich komme mit ihm überhaupt nicht mehr klar und deswegen, ich treffe mit ihm auch kein Scheuentor, wirklich kein Scheuentor und deswegen spiele ich mit ihm jetzt nicht mehr ganz so gerne. David Hecker hat mal gefragt, kommt mal Teambewertungen, also auch für PS4. Und zwar möchte ich das auf jeden Fall bringen. Und zwar habt ihr jetzt die Möglichkeit, ich habe unten eine E-Mail-Adresse angegeben. Und zwar ist das smaxisyoutube@gmail.com. Das ist meine allgemeine E-Mail-Adresse. Da könnt ihr mir Teams zusenden. Und am besten einfach als Screenshot von Foothead oder Footbin. Und damit könnt ihr mir sozusagen die Teams schicken. Und ich werde sie auf jeden Fall in einem kommenden Video mal bewerten und sagen, was würde ich besser machen. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, Teambewertungen. Schreibt mir eine E-Mail, schickt mir eine E-Mail. Ich bin gespannt darauf. Auf geht's, legt los. Weiter geht's dann zur nächsten Frage. Wie kamst du auf Supersteif? Diese Frage habe ich schon sehr, sehr oft beantwortet. Die kommt auch in jedem Stream. Es liegt einfach daran, dass Kumpels von mir und wenn ich feiern gehe und wir ein bisschen mehr trinken, haben wir früher immer gesagt, oh Mann, bin ich super steif, weil wir einfach nicht mehr so richtig laufen konnten. Ihr kennt das vielleicht oder manche von euch kennen das, wenn man ein bisschen zu viel getrunken hat. Und irgendwann bin ich darauf gekommen, einfach zu sagen, wenn was geil war, super steif. Und damit hat sich das irgendwie, keine Ahnung, hat sich das irgendwie eingeprägt und dann hat der ganze Trubel stattgefunden und damit ist das dann eben auch so auf meinem Kanal explodiert oder das Markenzeichen schlechthin geworden, ne? Weiter geht's dann mit der nächsten Frage. Kannst du mal all deine Teams zeigen von Marius Otto? Werde ich immer im Stream zeigen, deswegen jetzt wäre es ein bisschen Quatsch bei diesem FAQ. Weiter geht's dann mit Patrick Drechsel, der hat die gleiche Frage gestellt, wie ich auf YouTube gekommen bin. Mattes FLP, was ist deine Lieblings-Trading-Methode? Hashtag FAQ, Hashtag supersteif. Ich finde es einfach geil zu predikten, welche SBCs kommen könnten. Ich finde, da ein bisschen darüber zu reden und nachzudenken, was könnte kommen, wie könnte es sein, wo kann man am besten investieren, wo geht man das Risiko am meisten ein, wo am wenigsten, dass man wirklich damit Gewinn machen kann. Ich denke, das ist meiner Meinung nach das Geilste eigentlich.
Pusher8877 hat gefragt, was war deine längste Beziehung? Hashtag FAQ. Meine längste Beziehung war 1,5 Jahre. Oder? Ja, müssten knapp 1,5 Jahre gewesen sein. Aber das war schon, ja, fragt mich nicht, wann das war, aber es war ein bisschen länger her auf jeden Fall. Weiter geht's. Was war das Peinlichste, was dir je geschehen ist? Was mir je geschehen ist, das Peinlichste? Da gibt es sehr, sehr viele Geschichten. Da würde ich gerne mal, wenn ihr es sehen wollt, mal ein paar Real-Life-Stories einfach raushauen. Einfach mal 2, 3 in einem Video verpackt. Und eine gute peinliche Situation war, ich war wieder mal ein bisschen, hab ein bisschen mehr getrunken. Hashtag Superchef unten in die Kommentare. Und ich wollte einen auf NBA-Spieler machen. Und hab dann, es war Winter, hab dann einen Schneeball genommen, hab gesagt, Schneider für 3. Will abspringen, werfen und rutscht dabei aus, fliegt voll hin. Die Leute aus meiner Uni, die das hier sehen, die wissen genau diese Aktion. Und ja, es war schon peinlich, aber da man ja ein bisschen was getrunken hatte, hat man das jetzt ein bisschen runtergespielt. Aber das war schon eine richtig komische Situation für mich, weil ich wollte wirklich irgendwie so tun, ja, ein bisschen NBA, ein bisschen zack, zack, springen, hochwerfen und da klatscht es mich eben völlig hin. Und das war jetzt nicht ganz so optimal, muss man wirklich gestehen. Valentin Lied gefragt, was war dein größtes Packluck ever? Das war wirklich dieses Jahr, also FIFA 17. Ich hatte noch nie so viele gute Spieler wie in FIFA 17. Von Suarez über Piqué, Totti, Diego Costa, Scream. Ich habe sehr, sehr viele Infos gezogen, viele Walkouts und Aubameyang zum Beispiel auch noch. Also da muss ich sagen, Griezmann habe ich gezogen. Das war schon dieses Jahr nicht ganz so schlecht. Xivan11x fragt, nenne aus den folgenden Nationen deinen Lieblingsspieler. Belgien, Hazard, Deutschland, Reus, Spanien. Würde ich mal mit El Nino Torres gehen, weil er früher eigentlich relativ geil war. Kroatien definitiv Modric. Italien, Insigne finde ich sehr, sehr geil. Und aus England mein Lieblingsspieler definitiv, ja, eigentlich schon. Eigentlich kann man es schon sagen, Wayne Rooney, weil er einfach auch eine absolute Legende ist. Und ja, das war es eigentlich, die ganzen. Ja, das waren alle Länder, die du gefragt hast. Jonas Hitler, wie ist deine Bilanz in FIFA und bei Footdraft? Wäre mega geil, Hashtag Supersteif. Ich habe insgesamt 100 Siege mehr als Niederlagen und bei Draft, da muss ich kurz überlegen, ich glaube, da habe ich 45-0 und ich glaube 23 oder so, also nicht ganz so optimal. Ich möchte mich einfach eben dahingehend auch immer weiter verbessern in FIFA. Was war deine beste bzw. teuerste Karte, die du gezogen hast? Definitiv Suarez und Piqué Totti. Wen magst du am meisten in der österreichischen Bundesliga? Muss ich ehrlich gestehen, schaue ich nicht. Uno 15, wie lange spielst du schon FIFA und spielst du Fußball und wenn in welchem Verein und kannst du mich grüßen? Uno, du seist mir auf jeden Fall gegrüßt. Ich spiele FIFA schon seit ich 16 bin ungefähr. Also FIFA 2006 war, glaube ich, mein allererstes FIFA, was ich so richtig gespielt habe. Und also kann man schon fast sagen 15, ja, könnte schon hinkommen. Und ich spiele Fußball, ja, beim VfB Fortuna Chemnitz, Link natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr sehr, sehr gerne draufschauen auf die Facebook-Page, da habt ihr immer alle Informationen. Taha8Taleb hat gefragt, ich habe dich letztens in einem Stream gefragt, ob du einen 24-Stunden-Stream machst und du hast gesagt, dass es erst bei 25.000 Abos kommt. Ist es immer noch so? Ja, also wenn wir 25.000 Abonnenten erreichen, werde ich auf jeden Fall einen 24-Stunden-Stream raushauen. Also alle abonnieren, würde ich mich sehr, sehr freuen. Alex2 hat im Übrigen auch eine sehr, sehr gute Frage gestellt. Würdest du lieber der beste E-Sportler der Welt sein oder ein mittelmäßiger Fußballprofi, der nicht zu viel Geld hat, aber genug fürs Leben? Bin ich ehrlich, würde ich eher die zweite Option wählen, weil ich finde, Fußballer zu sein, seine größte Leidenschaft zum Beruf zu machen, ist sehr, sehr geil. Und nebenbei hatte man dann immer noch Zeit, denke ich mal, für ein paar Videos. SK Rabbit Wien hat gefragt, was hältst du von den Gerüchten um FIFA und die Veränderung von EA, über die sich jeder beschwert? Kann ich dir nicht viel sagen, weil ich mich dazu noch nicht weiter informiert habe. COC Tom hat gefragt, wo hast du den Pullover, den du in dem Video anhast, her? Also wahrscheinlich der beige Pullover, kann ich dir wirklich nicht sagen, den habe ich irgendwann mal geschenkt gekriegt zu Weihnachten. Ne? Frage fürs FAQ, warum kommt keine Karriere mehr Dresden? Weil ich einfach davon ausgehe, dass das nicht sehr, sehr viele gucken werden und das nicht so extrem auf meinem Kanal ankommt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Turu hat gefragt, wer ist dein Lieblingsspieler vom BVB? Meiner ist Kagawa, meiner definitiv Reus. Nils Hildebrand, bringst du in Zukunft auch andere Spiele auf deinem Kanal oder möchtest du nur bei FIFA bleiben? Erstmal nur bei FIFA, aber ihr könnt mir sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Spiele würdet ihr denn gerne sehen? Würdet ihr überhaupt feiern, wenn ich mal andere Spiele bringe? Soll ich eher einen Zweitkanal aufmachen? Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. FIFA TV hat gefragt, wie viel Geld hast du für FIFA insgesamt ausgegeben, auch FIFA 12 und so weiter. Also wenn ich so schätzen müsste, wären das bestimmt 2.000 bis 3.000 Euro, muss ich echt sagen.
LPJGP034 hat gefragt, bist du links oder rechtsfuß? Linksfuß. Und Fadel Saibu, auf welcher Position spielst du in deinem Verein? Linkes Mittelfeld spiele ich da. Vamir hat gefragt, wie lange denkst du, wirst du noch YouTube machen? Also so lange, bis es mir Spaß macht. Also definitiv noch sehr, sehr lange. Weiter geht's mit Niklas SCF. Er hat einen sehr, sehr langen Text geschrieben. Einer meiner treuesten Abonnenten. Erstmal einen wunderschönen guten Tag an dich. Man merkt echt, dass du deine Videos in letzter Zeit richtig gut ankommen. So muss das sein, aber natürlich ist das genau richtig so. Die Packs waren ja auch einigermaßen akzeptabel. 600 Likes sind easy drin. Momentan läuft es halt einfach. Meine Fragen für das FAQ. Könntest du mal Bro Clubs bringen? Das kam zum Beispiel bei FIFA sehr gut an. Da frage ich für Dennis mit. Wollt ihr Pro Club sehen? Daumen hoch, wenn ja. Ich würde mich auf jeden Fall nicht wehren, das mal zu spielen. Kommen die Fußballvideos jetzt öfters? Die machen richtig Spaß zuzuschauen. Ja, ich werde versuchen, am Wochenende, wenn wir unser erstes Ligaspiel haben, schon zu filmen. Hast du noch ein großes Projekt geplant für die nächste Zeit? Leider noch nicht, aber ich überlege, bin die ganze Zeit am Überlegen, ob mal irgendwas raushauen könnte. Und noch Fragen zu dir. Wie lange spielst du schon Fußball? Seit mittlerweile 18 Jahren. Glaubst du, hast das Potenzial, noch einmal höher zu spielen? Ich habe beim CFC gespielt, das hast du richtig erkannt, aber nein, ich denke nicht mehr. Ich denke, meine Zeit ist dahingehend vorbei. Hast du eine Freundin? Habe ich schon beantwortet. Nein, habe ich nicht. Und freue mich schon riesig auf die Beantwortung der Fragen und mehr über dich zu erfahren. Hashtag Supersteif, das hast du bekommen. Hype DSN hat gefragt, was hältst du von Fake Packs? Nichts, überhaupt nichts. Wie heißt der Intro-Song beim zweiten Intro? Das werde ich auf jeden Fall jetzt mit unten in die Videobeschreibung packen. Weiter geht's mit, hast du Twitter? Habe ich. Einfach Smexis YT eingeben, findest du mich auf jeden Fall. Welchen YouTuber hast du geschaut, als du noch keine Videos produziert hast? Von Junes FIFA HD. Gar nicht so viele. Also damals gab es auch nicht so, noch so viele. Also FGU habe ich geguckt, ich habe die ganzen alten FIFA-YouTuber eben geschaut, ich habe auch einfach so mal reingeguckt. Gronkh habe ich sehr, sehr oft geschaut, vor allem sein Minecraft-Projekt und ja, eigentlich sonst nichts weiter. Der Russe hat gefragt, Ronaldo oder Messi? Ronaldo. Die Chillkröte hat gefragt, wie groß bist du? Ich bin 1,83. Gabsi 13 hat gefragt, seit wann zockst du FIFA? Das habe ich schon beantwortet. Und seit welche Konsole war deine erste Konsole? Also meine allererste Konsole war ein Game Boy Advance SP. Danach hatte ich einen, danach kam glaube ich schon die PlayStation 2, wenn mich nicht alles täuscht. Also PlayStation 2 war auf jeden Fall meine allererste eigene Konsole. Patrick Babylon hat gefragt, wie viele Coins hast du in deinem Verein ohne SBC-Spieler? Knapp 1,5 Millionen mit SBC-Spieler wären es im Wert von 7 bis 7,5 Millionen. QPXIIT hat gefragt, was war dein Lieblings-FIFA? Definitiv FIFA 2012, das war eigentlich wirklich Weltklasse. Sander Natschi hat gefragt, die beste Mannschaft in der türkischen Liga. Da ich sie nicht so verfolge, möchte ich mich da echt nicht festlegen. Und Master Gamers hat gefragt, Vardy oder Diego Costa? Und ja, Diego Costa nicht so mein Fall irgendwann war mit dem Player of the Month. Definitiv dann Vardy. Meini Holzdepp, wenn du die Chance hättest, für ein Spiel bei irgendeinem Verein zu spielen, zu welchem würdest du gehen? Definitiv zum BVB. Definitiv, Jungs. Sander Fischer hat gefragt, wolltest du seitdem du klein warst, jung schon YouTube werden oder hattest du schon einen anderen Traumberuf? Früher wollte ich immer Fußballer werden und das mit YouTube, das kam erst sehr, sehr spät. Also ich denke so mit 18, 19 irgendwann habe ich mir dann gesagt, komm Chris, kannst du einfach mal probieren. Aber mein Traum war es nie irgendwie durch YouTube wirklich Geld zu verdienen. Das hätte ich nie gedacht, dass das überhaupt funktioniert, dass mich irgendwer guckt mit meiner bekloppten Art und Weise. Und vor allen Dingen, weil ich ja eben auch aus dem Osten komme, mein Dialekt nicht so überragend ist. Aber ihr habt mir das Gegenteil bewiesen und ich danke euch wirklich jeden Tag dafür. Football is Awesome hat gefragt, bist du ein Dresdner? Nein, ich komme aus Chemnitz. Lukas Schütz hat gefragt, sehr, sehr interessante Frage auch. Kannst du vielleicht erzählen, wie es war, als du mit deinem Freund in eine WG gezogen bist? Und ob du davon immer noch überzeugt bist oder ob es eine falsche Entscheidung war? Also ich muss sagen, ich bin ja damals in eine WG gezogen und hätte nie gedacht, dass es sich so entwickelt. Also es ist immer, man kann es nicht voraussehen. Es gibt natürlich Dinge oder Freunde, die ziehen zusammen und zerstreiten sich dann komplett und können dann nicht mal miteinander. Oder es gibt eben auch, so wie bei mir am Beispiel, dass wir uns beide jeweils immer noch gut verstehen. Wir spielen beide FIFA, wir haben gerne Spaß, wir quatschen sehr, sehr gerne über viele Dinge. Also bis jetzt habe ich es noch nie bereut, in irgendeiner Art und Weise in eine WG gezogen zu sein, vor allem nicht mit meinem Mitbewohner. Würdest du für irgendwas auf der Welt für immer auf FIFA verzichten? Ja, ich denke, wenn ich die Möglichkeit hätte, eine Weltreise zu machen, ohne wirklich sehr, sehr groß aufs Geld zu achten, obwohl ich sagen muss, ich finde es vielleicht sogar besser, wenn man mit wenig Geld reist, aber trotzdem immer was in der Hinterhand hätte. AliBA6 hat gefragt, wie weit kommst du in der Weekend League und schaffst du überhaupt die 40 Spiele? Ich komme so immer zwischen Gold 3, Gold 1, das ist so immer mein Manko, so weit wie ich es eigentlich schaffe, breche aber meistens bei 18 Siegen dann ab, weil ich nicht unbedingt den Anspruch habe, dort in Elite irgendwann monatlich reinzukommen. Deswegen ganz entspannt, 40 Spiele würde ich schaffen, habe ich aber einfach keine Lust dazu.
Tobias Günther hat gefragt, im richtigen Spiel Tor oder Torvorlage. Ich muss sagen, ich bin Torgeil, deswegen hätte ich nichts gegen ein Tor, aber eine Torvorlage ist natürlich genauso wichtig. Jonas W. hat gefragt, hast du Geschwister und hast du Ziele für dieses Jahr? Ich möchte auf jeden Fall noch viel, viel mehr Leute kennenlernen, viel, viel mehr YouTuber, mit denen ich in Kontakt treten kann, mit denen ich sehr, sehr viele Projekte planen kann. Und Geschwister habe ich zwei, ja. Zum einen ist es Tim, den kennen ja viele schon von euch aus meinen Videos. Und zum anderen ist es Nick, der in Köln wohnt. Der hat auch einen Twitch-Kanal. Er macht Call of Duty Twitch-Livestreams. Also wenn ihr da mal Bock habt, Link unten in der Videobeschreibung, könnt ihr sehr gerne mal reinschauen. Marcel Schmidt hat gefragt, wie alt ich bin. Ich bin 24 Jahre alt. Johannes Baum hat gefragt, wie findest du es, mit uns, der VfB Fortuna Chemnitz B1, ein Video zu machen, zum Beispiel eine Crossbar-Challenge? Können wir sehr, sehr gerne machen, sehr, sehr gerne. Angebot steht, könnt ihr mir gerne schreiben, wann ihr mal Zeit habt, dann können wir das gerne mal abwickeln. Wenn sie lieber nur noch FIFA spielen können, jedoch keine anderen Spiele mehr oder alle anderen Spiele spielen können, aber kein FIFA mehr. Ich würde nur FIFA spielen, weil ich zurzeit wirklich nur FIFA spiele. Wenn ich mir ein neues Spiel kaufe, würde ich mir definitiv, oder wenn ich mir ein anderes Spiel kaufe, spiele ich das nie. Ich spiele nur noch FIFA, das ist echt extrem krank bei mir. Marcel Preuß hat gefragt, hast du vor, irgendwann die Welt zu erkunden, fremde Länder? Ich habe es vorhin schon mal angesetzt. Ich würde unfassbar gerne einfach eine absolut geile, kranke, lange Weltreise machen. Am besten mit euch. Also ich würde, wenn ich ehrlich bin, sehr gerne auf FIFA verzichten, eine Weltreise zu machen mit sehr, sehr gutem Kamera-Equipment, mit Drohne, mit einem geilen Schnittprogramm, mit einem geilen Laptop, gutes Internet, und dann würde ich mit euch definitiv die Welt bereisen, verschiedene Länder, verschiedene Kulturen und. Das wäre mein absoluter Traum. Also das wäre wirklich der größte Traum, und wenn ich mit denen irgendwann erfüllen könnte, hätte ich echt überhaupt nichts dagegen. Also da muss ich echt sagen, das ist so das, was ich meiner Meinung nach, was das Geilste ist eigentlich auf der Welt, einfach andere Länder zu sehen, andere Menschen kennenzulernen, andere Sprachen zu beherrschen und so weiter. Dennis Stein hat gefragt, weißt du schon, was für ein Merch du bringen wirst? Wir sitzen zurzeit schon dran am Design und ich möchte noch nicht zu viel verraten, aber ich denke mal, euch wird es auf jeden Fall gefallen. Bert Rams hat gefragt, würdest du gerne die Preisbegrenzung in FIFA wieder raushaben, also so wie früher? Nein, nicht unbedingt, ich hätte lieber die Tauschangebote zurück. Und sonst können wir nichts weiter machen. Okay, Jungs, ich sitze gerade am Schnitt und habe zwei Fragen vergessen. Oh mein Gott, das Video geht so lange. Und zwar hat noch Yannick Wurster gefragt, ob ich noch Pokémon Go spiele. Und ja, jetzt kommt ja am Wochenende Pokémon Go die zweite Generation raus. Da wäre ich auf jeden Fall noch ein bisschen sucht, ne? Des Weiteren hat der Russe gefragt, ob ich mit ihm beim Eis essen gerne gehen würde. Würde ich sehr gerne, können wir sehr gerne tun, wenn du aus Chemnitz kommst. Sag mir einfach mal Bescheid. Und nicht zu vergessen, es wollte jemand das Video beenden. Und das darf er. Und zwar Redwan Alui hat gefragt, ob er das Video beenden darf. Darfst du sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für euren Support, den ihr mir jedes Mal wieder gebt. Vielen, vielen Dank, dass ihr mich so unterstützt. Ich hoffe, ihr habt jetzt viel, viel mehr über mich erfahren. Das Video ging ein bisschen länger. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Immer smart und sexy bleiben. Hashtag Supersteif. Unten in die Kommentare. Ich bin raus. Euer Chris und ciao.